Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen uns mal wieder um mein Subaru Widebody Projekt kümmern. Im letzten Video haben wir hier hinten die Radkästen ausgeschnitten, hochgeschweißt. Und ja, einige haben schon geschrieben, was ist denn hier mit dem Blech innen, welches ich blank gemacht habe? Kann man das irgendwie noch versiegeln? Viele hatten die Idee, dass man hier durch die Löcher reingeht. Nee, Freunde. Von hier kommen wir durch den Kofferraum an den Innenradkasten, wo geschweißt wurde. Ihr seht es, hier ist das blanke Blech und die Schweißnähte. Und da kommen wir jetzt mit einer Sonde rein und fluten das Ding komplett von innen. Noch mit Hohlraumversiegelung. Frage. Was ist mit diesem Bohrer passiert? Ich weiß nicht. So, was haben wir hier? Hohlraumversiegelung. Ui, das gute Zeug, meine Freunde. Mit Sonde, das heißt, es sollte sich vorne schön verteilen. So viel, wie es braucht. Das ist jetzt hier innen quasi. Oh, ja, ich spüre es auch schon hier durch. Oh ja, man sieht sogar. Ich habe so das Gefühl, so in 3 Jahren stehe ich noch auf irgendeinem Treffen in der prallen Sonne und mir tropft hier dieses Zeug raus. Oh, aber oh, jetzt will es aber wissen hier. Sind wir schon so weit, dass wir es... Oh, das ist ja geil. Jetzt kommen wir sogar hier rein. Ja, das sieht man ganz gut. Das ist es doch. Sehr nice. Jetzt, wo hier komplett Hohlraumversiegelung überall drin ist, kümmern wir uns um die Innenradkästen. Hier ist ja alles abgekittet, auch hier oben, wo geschweißt wurde. Da muss jetzt noch Unterbodenschutz ran, damit das alles so aussieht wie hier. Denn dann können wir uns endlich ums Fahrwerk kümmern. Das ist nämlich der Plan für dieses Video. Clean as fuck, meine Freunde. Das können wir jetzt mal ein bisschen trocknen lassen und dann kann das neue Fahrwerk rein. Ja, es ist ein Luftfahrwerk geworden, Freunde. Es war zu erwarten. Wir werden den Subaru mit einem Airlift-Luftfahrwerk ausstatten. Das hat 2 Gründe. Erstens, das Ding wird niemals eine Rallye-Strecke oder einen Track sehen. Das ist ein Breitbaukarren für Treffen. Es wird legal auf der Straße fahren, aber es wird kein Performance-Tracker. Wir wollen Wumms in den Motor bringen, also er kriegt auch Leistung. Wir wollen auch zügig fahren können, aber es ist wie gesagt kein Rennauto. Und deswegen ist die ideale Lösung für mich ein hochwertiges Luftfahrwerk. Ja, ich meine Airlift, ich meine, geiler geht's ja eigentlich nicht. Haben wir natürlich wieder von unseren geilen Boys and Girls von Street Tech geregelt. Vielen Dank an dieser Stelle. Super schneller Versand. Überlegt mal, wie fett das aussehen muss. Eine Whitebody-Karre mit unglaublich kranken Felgen, die seht ihr auch bald. Schön auf Luft am Boden. Das ist es, das wollte ich immer und das ziehen wir jetzt auch durch. Hätte man das mir irgendwie vor 6 Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal hier so ein unglaublich krasses Airlift-Fahrwerk in diesen Subaru baue. Mit Sturzumlager? Mit Sturzumlager, tatsächlich. Oh, das ist natürlich sexy. Überhaupt neues. Komplett neu, ja. Überleg mal, wo wir gelandet sind. Wir verbauen neue Fahrwerke, ja. Alter. Und was? Ja, ja. Guckt euch das an. Das ist halt auch geil. Wir haben eine Gewindeverstellung, das heißt Luftbalk und Gewindeverstellung. So können wir mit diesem Bodykit uns die Nullbarhöhe auf 1 Millimeter genau einstellen. Wir müssen hier nicht mit irgendwelchen Begrenzern arbeiten, die da quasi unter den Balken in den Dämpfer gesteckt werden. Ist die eleganteste und geilste Lösung und deswegen bin ich so unglaublich hyped schon seit langem, dieses Ding in meinen Wagen zu bauen. Wie geil ist das, Alter? Wie geil ist das? Das alte Fockland-Gewindefahrwerk darf nun endgültig weichen für unser neues Airlift. Hat gute Dienste erwiesen, das Ding hier, vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist es ziemlich durch. Leitung haben wir schon direkt verschraubt. Nicht wundern, Chris ist parallel schon wieder am Bodykit schleifen. Muss ja parallel auch vorangehen hier. Aber ich muss das Ding jetzt reinhängen, unbedingt. Yeah. Und schau mal, wie du noch an die Sturzversteller rankommst. Geil. Perfekt. Ja, Baby. Ich sag euch, wie es ist, das Ding ist PU gelagert, hat hier ein Uniball Sturzdomlager, hat ein Performance härter verstellbares Luftfahrwerk. Wer mir jetzt sagt, ich habe das Ding kastriert und du kannst es auf gar keinen Fall mehr schneller wie 60 um die Kurve fahren, der ist noch nie ein gutes Luftfahrwerk gefahren. Ja? Ich werde damit nicht auf den Bilster Berg gehen, dafür habe ich einen Porsche. Das Ding soll geil aussehen, ordentlich fahren und vor allem legal werden. Eine legale Tiefe mit dem Bodykit auf Static, das sieht scheiße aus. Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Das braucht der Wagen. Das ist das benötigte Fahrwerk für den Umbau, den ich in meinem Kopf habe, beziehungsweise schon immer hatte. Damals schon, vor 6 Jahren. Boom, alles drin mit den schicken, verzinkten Schrauben. Sehr nice. Erste Seite geregelt. Bevor wir die andere Seite einbauen, habe ich mir überlegt, das macht, glaube ich, Sinn, dass wir jetzt von Anfang an hier dieses Gewinde nutzen, denn wir haben ja hier die Möglichkeit, das Ding rauszuschrauben oder weiter reinzuschrauben. Weil, wie ich euch im letzten Video schon erzählt habe, das Bodykit selbst bringt uns hier bestimmt schon 6 cm weiter runter. Und wenn ich davon ausgehe, dass das Fahrwerk für einen Stockbody gebaut wurde, ist der auf 0 Bar so, dass das Ding gerade so den Boden nicht berührt. Wir würden uns das Bodykit komplett zerschrotten, wenn wir jetzt das Ding auf 0 Bar legen. Deswegen sicherheitshalber schrauben wir das Ding mal 6-7 cm weiter raus, legen das Ding auf 0 Bar
Bohrer ab, schauen uns an, wie viel Platz haben wir zum Bodykit noch und arbeiten uns dann wirklich ans Maximum ran, dass das Bodykit gerade noch so ein bisschen Bodenfreiheit hat, wenn wir auf 0 Bar rollen bzw. das Ding noch eintragen wollen dann. Wichtig ist natürlich, dass du es nicht zu weit rausschraubst. Wir haben hier drinnen ein Gewinde. Das spürst du sogar. Das darf nicht frei sein. Das heißt, wir schrauben nur so weit raus, bis das Gewinde quasi grad so an der Grenze ist. Das heißt, wir haben das gesamte Ding hier mit dem Gewinde noch auf unserem Dämpfer. Wenn du es jetzt weiter rausschraubst, hält der Dämpfer nur noch auf so einem halben Gewinde. Das willst du natürlich auch nicht. Aber wir haben jetzt mal gemessen, ne, das waren jetzt wie viel schon 6,5 cm oder so, ja, wo wir jetzt mehr geben konnten. Das sollte reichen. Wie gesagt, das ist Maximum an Höhe auf 0 Bar. Runter geht dann relativ einfach. Ey, übrigens hier drüben, ne, Bodykit wird schon wieder montiert. Hier wurde ja im letzten Video von Chris ein bisschen Glasfaser aufgearbeitet, dass das hier ein bisschen weiter rauskommt. Da braucht es jetzt keinen Dremel-Einsatz mehr. Du machst die Tür zu und das Ding steht tatsächlich sogar ein bisschen zu weit raus. Ein bisschen abkürzen, abschleifen. Kannst du noch ein bisschen schleifen jetzt theoretisch. Und was wir machen müssen, ist die Kante hier. Die ist ja auch extrem dünn, dass sie so dick ist wie hier. Ja, okay. Aber wir zeigen mal ganz kurz drüben. Da hat er schon ein bisschen abgenommen. Hier, schaut es euch an. Da ist jetzt eine Fläche. Er hat quasi ausgemessen, geschliffen, nochmal dran gemacht. Immer bis das am Schluss genau richtig Abstand hatte. Und es sieht sehr geil aus. Das wird, Digga. Es wird. Ende ist nicht in Sicht, aber es wird. Also bis hier ein Ende in Sicht ist, ich glaube, da haben wir noch ein paar Monate Arbeit. Gut für euch, gibt noch einige Videos auf jeden Fall. Wir wollten jetzt hinten gerade das Fahrwerk verbauen und da haben wir ein Problem festgestellt, aber wir haben wahrscheinlich schon die Lösung. Hier sieht man jetzt unser Sturzdomlager und hier sind diese kleinen Sechskantschrauben, um quasi das Domlager noch einzustellen, den Sturz. Wir stoßen quasi mit den Sechskantschrauben hier am Domlager außen an. Deswegen nehmen wir das jetzt nochmal raus, denn wir haben gesehen, das haben wir hier schon eingestellt. Es gibt hier noch zwei weitere Löcher, die sind weiter drin. Davor war es hier außen, die haben wir jetzt rausgeschraubt und hier innen in die beiden Löcher gemacht. Somit passt das hier dann in unser vorhandenes Loch vom Dom und stoßt uns hier nicht wieder an der Karosserie an. Schaut es euch an, frisch auslackiertes Radhaus mit neuem Luftfahrwerk jetzt verbaut. Das Einzige, was nicht so schön ist, sind die Bremsen, aber ja, das bleibt natürlich auch nicht so. Das ist auch noch auf der To-Do-Liste. Für heute wollen wir aber im Innenraum noch ein bisschen weitermachen, denn bevor wir das Fahrwerk testen können auf 0 Bar, ob das jetzt quasi okay ist. Wir haben es ja auf maximal jetzt erstmal hochgeschraubt. Dafür muss das Bodykit dran, denn wir müssen natürlich sehen, ob das Bodykit noch Bodenfreiheit hat oder vielleicht sogar schon zu hoch ist. Dann können wir das Fahrwerk nochmal ein bisschen runterschrauben. Da warten wir noch, bis Chris fertig ist. Der bearbeitet hier noch ein paar Sachen. In der Zwischenzeit haben Jens und ich uns beschlossen, hier im Innenraum weiterzumachen, denn das ist auch noch eine ganz große Baustelle. Sieht übel aus. Wir fangen einfach mal an mit ja, den Gurten hinten. Die bauen wir aus. A, B und C Säulverkleidung, genauso wie diesen Himmel. Das ist nicht der richtige, ne? Übrigens hat irgendwer mal einen Himmel reingebaut, der aber definitiv nicht für diesen Wagen ist. Das kommt jetzt mal alles raus. Dann können wir uns ein Bild machen, wie sieht das Ding leergeräumt aus, wie sieht das Blech aus. Brauchen wir die Anbauteile überhaupt? Müssen wir die schön machen? Oder gehen wir auf komplett Race-Look und lassen ihn leergeräumt und lackieren ihn innen aus? Das sind so zwei Ideen, die wir haben. Das finden wir jetzt raus, dann schauen wir uns das an. Ist bequem, oder? So ohne Rückbank. Voll, ey. So, wir versuchen jetzt erstmal hier die ganzen A, B und C Säulen zu lösen. Die sollten nur gesteckt sein. Dichtung muss auch raus, genau. Gurte braucht kein Mensch. Keiner. Zur Racecar. Das hier rausgeben. Kannst du den durchziehen da? Ja, warten wir müssen. Ja. Ah. Geil. Alright, alright. Es wird doch. So, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Nein. Den lege ich weg. Ja, das geht doch. Oha. What the fuck? Ist immer geil, wenn dir irgendwelche Kabel entgegenkommen. Alter, was ist das? Oh Mann, Alter, was? Ah, ja, okay, wir schauen es uns gleich an. Ja, das muss jetzt erstmal raus. Es ist einfach keine Schraube fest, ne? Aber gar keine. Das ist alles handfest. Als sie den Himmel verbaut haben, ne, ich hatte ja gar keinen Himmel damals, haben sie einfach gedacht, so, ach komm, scheiß drauf, das, der ist so hässlich, der Himmel, den bauen sie eh bald wieder aus. Oh shit. Oha. Da haben sie aber ein bisschen was. Ach du Alter. Scheiße. Ich steck das jetzt einfach mal ab, wir nehmen den Himmel raus, schauen uns das Blech an. Aber das sieht für mich nicht krass gedämmt oder hässlich aus. Wenn das richtig schön schwarz ist, dann sehe ich das ehrlich gesagt eher so im Racecar-Look hier, die Karre. Oder jemand hat einen Himmel liegen für mich mit Schiebedach. Der passt, weil der hier ist nicht der richtige. Digga. Vergiss nicht, Fotos zu machen. Davon mache ich keine Fotos, Alter. Alter, du schneidest einfach ab. Nee, das auch nicht. Ja, ich regle das mal schnell. Wir nehmen gleich den Himmel raus. So, jetzt einfach keine Rücksicht auf Verluste. Das Ding muss raus. Ich fühle den Shit. Da raus damit! Also wer das dem Wagen angetan hat, das ist frech. Oh ja. Doch. Man sieht jetzt hier doch. Ja, ich will es vielleicht doch verkleiden, weil das ist nicht so schön hier, ne? Also dann suche ich ab jetzt offiziell einen Himmel für einen Impreza GC8 mit Schiebedach. Das wäre geil. Ja, ist jetzt so. Alter, was ist das auch für eine Scheiße hier, Mann? Ey, gib dir die Kacke.
Also das ist frech. Ja, ist der, diese Verkabelung hier. Ah, das ist richtig frech. Vor allen Dingen von links nach rechts und... Karre... Bodenlos. Echt vermurkst, Alter. Okay, also nach ein paar Minuten Gedenkzeit haben wir nun einheitlich beschlossen, dass... Definitiv wieder ein Himmel rein muss. Das definitiv nicht so bleiben kann. Es funktioniert auch nicht. Ich habe es gerade getestet. Wir haben gerade die Batterie angeschlossen, haben Saft draufgegeben. Nichts davon funktioniert. Ja, was für ein Wunder. Generell haben wir große Sorge noch, was die ganze Elektrik angeht. Denn auch hier im Kofferraum habe ich gesehen, dass die Rücklichter abgetrennt wurden. Zumindest auf der Seite. Hier hängen irgendwelche Kabel runter, die ja nirgends führen. Was haben wir noch? Was ist das denn? Das ist ein Kabelstrang, wo eigentlich nach hinten geht. Super. Abgetrennt. Ich weiß nicht, was die Vorbesitzer gemacht haben. Ich weiß, dass der Wagen mal lief, als ich ihn gekauft habe. Als wir ihn dann hier in die Halle gefahren haben, ist er nicht mehr angesprungen. Und jetzt aktuell funktioniert gar nichts mehr. Wir hatten Saft drauf, er orgelt nicht mal mehr. Er macht gar nichts und ja, unabhängig davon ist der Motor ja auch Fritte. Das heißt, wir haben ja einen Lagerschaden, das wussten wir von Anfang an. Also ich denke, wir sind hier gerade fleißig an der ganzen Karosserie dran, aber spätestens wenn die Karosserie erledigt ist, wird hier noch ganz, 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 ganz viel auch wenn Arbeit. Ich von außen schaut er schon mal gut aus. Ja, ich sag dir. Es muss erstmal, die Motivation ist dann da, wenn er gut aussieht, um hier nochmal richtig Geld in die Hand zu nehmen, weil ich glaube, mit einem kleinen Service ist es hier nicht gemacht. Also im Grunde bleiben wir unserem ursprünglichen Plan treu. Und der war schon immer, erstmal die Karosserie so weit vorzubereiten bis zum Füller, dass es dann quasi nur noch lackiert werden muss. Dafür gibt es noch einige Arbeit am Bodykit, aber auch an der Karosserie selbst. Dann haben wir quasi ein Rolling Chassis, wo karosserietechnisch nichts mehr passieren muss, außer natürlich dann der Lack am Schluss. Damit, mit diesem Rolling-Chassis, werden wir dann irgendwo hoffentlich Hilfe finden, damit wir uns um dieses Projekt kümmern können. Und danach wird er lackiert und kommt auf die Straße. Ist noch ein langer Weg, wir halten uns ran, damit die Karosserie fertig wird. Ist hier auch schon Chris fleißig am Schleifen. Das sage ich in letzter Zeit oft, ne? Chris ist fleißig am Schleifen. Aber das ist ja auch das, was du machst. Weil Chris ist immer fleißig. Chris ist immer fleißig am Schleifen. Aktuell, sagen wir das vielleicht mal ganz kurz, haben wir gesehen, dass hier, das wird mal aufgetrennt, Chris, oder? Ja. Da hat jemand, die Vorbesitzer haben zumindest das hier. Zumindest war da ein Riss. Auf jeden Fall verstärken wir jetzt hier diese Bruchstelle. So wie hier mit Glasfasermatten von außen, dass da hoffentlich nichts mehr reißt. Ich hoffe es, Digga. Ich hoffe es einfach. Es wird schon, Digga. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin gerade, sorry, ich bin gerade echt noch ein bisschen belastet, dass ich die Scheiße jetzt hier gesehen habe, was da für ein Murk schon wieder im Innenraum ist, Alter. Mir wird gerade klar, dass wir nicht nur einen Motor brauchen, der läuft, sondern wir brauchen echt auch... Kabelbaum. Ey, vielleicht brauchen wir auch einen neuen Kabelbaum, ne? Weil es ist wirklich so viel da, wo es nicht reingehört. Aber wie gesagt, es ist auch so, weißt du, du könntest jetzt alles schwarz malen oder wir konzentrieren uns jetzt auf so Meilensteine, weißt du. Der erste Meilenstein ist ja definitiv jetzt mal Bodykit und Karosserie. Und danach geht's zum nächsten. Sonst wirst du verrückt bei so einem Riesenprojekt. Also das ist ja noch bestimmt 6, 7, 8 Monate. Also mein Meilenstein ist das, wenn das Bodykit mal von der Fläche her einigermaßen stimmt, dann... Dann hast du schon mal einen Grund zu feiern. Bin ich schon happy. Das ist geil. Und versuchen wir erstmal bis dahin zu kommen und motiviert zu bleiben bei dem Projekt. Auch wenn das manchmal schwierig ist. Wieso ist eigentlich die Frontlippe weg? Das sieht richtig scheiße aus ohne Frontlippe, ne? Guck dir mal die Front an. Weil ich vorhin keine Arbeit hatte und dann musste ich halt irgendwas machen. Das ist ja mal die Frontlippe weg. Wenn ich das mache, hat man die Frontlippe weg. Also wir haben noch gut zu tun. Ich würde sagen... Lass die Haube doch offen. Nee. Schaut doch niemanden. Doch. Ja, Marvin, aber weggucken ist doch auch nicht der richtige Weg. Schau mal. Ist ein Penis. Du siehst, das können wir noch falsch verstehen, Chris. Wir gucken da jetzt einfach nicht mehr hin. Okay. Wir konzentrieren uns jetzt auf das, was wir aktuell regeln können. Das können wir nicht regeln, aber was wir regeln können, ist das äußere Blech. Mein nächster Task ist jetzt, hier mal die Scheinwerfer, den Grill und die Seitenblinker zu montieren. Einfach damit wir auch hier gucken können, wie passt es beim Kotflügel, wie passt es bei der Frontstoßstange. So weiß Chris dann auch, ob das alles richtig ausgerichtet ist. Denn wie gesagt, er schleift ja viel im zusammengebauten Zustand, um hier eine plane Fläche zu bekommen. Also das erste Mal wieder ein Gesicht für den Wagen. Ich baue da schnell dran. Maybe we could be friends more. I got a job, but I'll be free on the weekends for sure. I ain't shallow, rather hop in your deep and me and more. She a sure shot of something to think to lean on. I don't take a thing too light, so when you like, you be doing your thing. I know you right, been a minute since I met you by now. I know you right, like a motherfucker, fuck what they saying. I hold you tight, told the world I need a break like a drum roll. Plus you got enough soul, I'm speaking my tongue goes a mile a minute and mine your eye didn't we already cross paths before. Er hat wieder ein Gesicht, schaut sehr geil aus. Von den Spaltmaßen sieht das auch gar nicht verkehrt aus. Als nächstes lassen wir den Wagen jetzt das erste Mal auf die Räder mit neuem Fahrwerk. Ich habe bereits ein bisschen Luft in die Bälge gefüllt. Also im Normalfall rollt das jetzt davon. Wir brauchen ein Brett, wir haben ja keine Bremse. Aber ist der Sack hoch, Alter. Oder täuscht es? Nee, ist wirklich so. Also ich habe das Notbefüllsystem dran aktuell.
knapp mal, ich glaube, das wird jetzt tatsächlich das erste Mal in der Geschichte von der V-Garage, dass wir ein Auto nach Einbau eines Lufferwerks ablassen und nicht sagen so, boah, ist der tief, weil er wird nicht tief sein ohne Bodykit. Aber lieber so rantasten wie zu tief und Bodykit kaputt, ne? Also zeig mal, komm. Willst du sehen mal, wie tief das Ding geht? Was knackt da so komisch? Ich glaube, die Bälge, weil sie das erste Mal zusammen gedrückt werden. Okay. Also tief ist es nicht, aber okay, wir haben hier auch einen Kotflügel ausgeschnitten. Aber jetzt schauen wir nur am Schweller. Das ist noch gut Bodenfreiheit. Aber es kann gut sein, dass wenn wir jetzt unser Bodykit gleich montieren, nachdem wir hinten abgelassen haben, dass es dann schon recht tief sein wird. Machen wir hinten weiter, oder? Ja, hin. Hier habe ich auch ein Notbefehlsystem durch die Stoßstange, auch beide zusammengefügt. Richtig groß, klar. Ne? Das ist richtig wie diese Autos, wo du hinten so hoch... Ach komm, scheiß drauf. Ja, komm, scheiß drauf. Lass ab. Gut. Das sind natürlich nicht die Felgen, die dann draufkommen. Die Felgen, die draufkommen, sind 1 Zoll größer, aber haben einen wesentlich schmaleren Reifen. Also, ne? Ich sehe hier noch massig Platz. Also das war ja unsere Stelle, wo wir als erstes anstoßen könnten mit den 18 Zoll Felgen. Du kannst ja sagen, es kommen 18 drauf, das sind 17. Da haben wir noch Platz. Also ich kann mir schon vorstellen, dass selbst wenn das Bodykit dran ist, wir noch tiefer können. Lass mal dran machen, oder? Jo. Mach mal Bodykit dran. Ja, guck mal, Alter. Das ist es halt. Hätten wir jetzt nicht, ich glaube 7 cm haben wir nochmal das Gewinde hochgeschraubt, hätten wir das nicht gemacht, dann wäre jetzt hier definitiv schon Schicht im Schacht. Aber ich sehe jetzt schon auf den ersten Blick, da geht noch mehr. Auf 0 bar braucht man maximal, ich sag jetzt mal, 1 Zentimeter wird mir reichen, dass er rollbar bleibt. Das ist bis jetzt noch mehr. Das ist definitiv noch zu hoch. Das sagst sogar ich, das ist nicht zu hoch. Vor allem sogar du, als ob deine Karre nicht auch alle am Boden liegen würde. Das ist so heiß. So, Bodykit ist jetzt mal montiert. Warte ganz kurz, damit du gut abgelenkt bist. Ja, danke, mach den kaputten Motor weg. Oh ja, du bist zu nett zu mir heute. Oh, perfekt. Jetzt auf, meinen Pimmel weiterzumalen. Freunde, so sieht's aus. Bodykit ist dran und wir sind definitiv noch zu hoch auf 0 bar. Aber das ist okay. Wir haben ja auf maximale Höhe geschraubt. Aber ich habe es euch vorher extra ohne Bodykit gezeigt. Da sah das noch viel, viel höher aus. Jetzt auf einmal, relativ weit unten. Das ist eben genau das Ding. So alles in allem, es sieht schon gar nicht so scheiße aus, oder? Auch in der Höhe. Also mit dem schmalen Reifen sieht schon noch ein bisschen scheiße aus. Aber es wird. Jetzt ist nur die Frage, Spoiler. Technisch. Ja, das haben wir im letzten Video angekündigt, gar nicht gezeigt. Dann was sollten wir machen? Ja, ich so, ja, hier ist ein Spoiler beim Bodykit dabei. Müssen wir mal gucken, welchen. Wollten wir euch eigentlich noch zeigen. Haben wir vergessen, machen wir jetzt. Das heißt, wir schrauben den kurz runter und heben mal den dran, der beim Bodykit dabei war. Und ich bin super gespannt, welchen ihr besser findet, weil Chris und ich, wir haben uns eigentlich schon entschieden, ohne überhaupt den montierten Spoiler vom Bodykit zu sehen am Wagen. Also, ich bin gespannt. Ihr schreibt es gleich mal rein. Wir montieren schnell um. Ich habe gerade ein Flashback, weil ich gesehen habe, es sind nur 3 Schrauben anstatt 4 drin. Ich glaube, ein Ding war ausgerissen beim Spoiler, weißt du, ein Gewinde. Aber was mit 4 hält er auch mit 3? Hat er bewiesen. Ach, komm jetzt! Oh! Hab's. Gehst du rüber, hältst da? Ja. Die ist abgerissen. Hä? Doch, der ist doch irgendwo verschraubt. Da ist noch eine Schraube drin. Ich hab auch noch Kleber. Boah! Das hat einen Schlag gegeben. Tja, nach dem Lackieren, oder? Da? Ja. Ja. Ist ab. Was zur Hölle? Da sind 10 Liter Wasser drin. Jetzt wissen wir, warum der so schwer ist. Krass, sieht es anders aus ohne Spoiler. Aber irgendwie auch fett. Ich habe den ja damals ohne Spoiler gekauft, ne, das erste Mal. Krass. Gehören da Langlöcher rein, ist die Frage. Da war man doch. Hier ist nebenan 1. Ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich war. Ich würde jetzt auch. Können wir einfach sagen, das haben die nach mir gemacht so? Können wir einfach machen, als ob ich das nicht gewesen bin? Also, wir zeigen euch jetzt erstmal, welcher Spoiler dabei war. Weil ganz ohne. Also, wir haben ja 3 Optionen. Ganz ohne Spoiler, also so, mit diesem Spoiler. Also, oder? Phoenix von vorne wiederum nicht. Ohne Spoiler vorne nicht geil? Nein, von hinten schon. Ja, das sieht halt voll brav aus, ne? So, heb mal ran, das Ding. Dabei war nämlich ein Ducktail. Nee, nicht so, Bruder, du musst. Ja, genau, da, so. Nee, Alter, zerkratzt mir den Lack nicht! So, der war dabei. Also ich bin ehrlich, es sieht schon auch cool aus, so. Aber das hier ist so eine große leere Fläche irgendwie. Ich bin das nicht gewohnt bei einem Subaru. Und wenn wir die Löcher zumachen,
Bitte nicht du, sondern irgendjemand, wo das kann. Hä? Bruder, ich habe das ganze Ding hier geschweißt. Ja, aber hier muss man das spachteln. Du musst ja nichts spachteln. Ich schweiße das perfekt Wenn zu. Der Spoiler nicht draufkommt. Ach so. Macht es jemand? Ist nicht böse gemeint, Marvin. Seht ihr gerade, was er macht? Kriegt ihr gerade mit, was er macht hier? Ich mach gar nichts. Ich kann dich beruhigen, okay, Chris? Ich persönlich denke, wir müssen dir da nicht zumachen, denn ich finde diesen Spoiler irgendwie cooler. Ich finde das hier so komisch, dass es hier einfach so gerade aufhört. Ja, okay, jetzt wo du es sagst, ne? Hier ist die Rundung und dann so. Genau. Ja, hey, unsere Meinung habt ihr jetzt gehört. Schreibt jetzt mal in die Kommentare. Ducktail, STI-Spoiler oder beides. Nein, Alter. Ja, genau so. Warte. Oh je. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt vorhat. Was gräbt er jetzt aus? Wo kommt der her vor allem? Fragen sich die Leute jetzt. Hast du mal gekauft? Ja, das war die erste Option für den Audi, aber ich habe dann doch noch einen größeren gefunden. Ja, doch, jetzt wo du es sagst, das würde auf jeden Fall wieder ein paar Punkte mehr bei Need for Speed geben. Ja, jetzt mal Real Talk. Lass jetzt mal die Leute abstimmen. Dreifach-Spoiler, eins in einen Scherz. Ducktail, STI oder gar keiner. Ich würde es gerne mal von euch hören. Das ist keine Option, der hat keinen TÜV. Ne, braucht ihr gar nicht reinschreiben. Was machst du da, Chris? So sieht der Spoiler für mich aus, wenn Maeve seine Kennzeichen dahin hinspackt. Shots fired an Maeve. Zu einem umgebogen. Jetzt übertreib nicht. Er ist schon cool, aber zu wenig einfach. So, nächster Tag, Freunde. Und es gibt gerade ein bisschen anderes Bild hier in der Halle. Das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. So sieht das aktuell bei mir aus. Ich bin heute mit dem Porsche in die Halle gefahren, habe ihn hier schon reingefahren. Und ja, vorher, ich habe auch gerade schon eine Insta-Story gemacht, weil ich das einfach so einen krassen Moment fand. Ich stand draußen vor der Halle, der Karren stand hier drin, neben meinem Subaru. Und es ist einfach so ein crazy Moment gewesen, diesen Porsche neben meinem Subaru zu sehen, der quasi die Anfänge von all dem hier so mitgemacht hat. Jetzt mit meinem Traum-Bodykit und neben dem Wagen, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich sowas mal in meinem Fuhrpark habe. Also keine Ahnung. Ich wollte euch einfach an diesem schönen Moment gerade teilhaben lassen, den ich hier hatte bzw. habe. Und erzähle euch jetzt ganz kurz auch, warum dieser Wagen hier steht. Viele kennen es wahrscheinlich. Ein Projekt ist nie fertig. Dieser Spruch, den lebe ich quasi. Wir haben den Wagen hier komplett folieren lassen. Danke nochmal an Tobi von Colorblind Media. Sache ist, ich habe danach viele Kilometer schon mit dem runtergerissen. Finde ihn auch mega geil, aber so zwei, drei Sachen müssen einfach noch erledigt werden. Und ich dachte jetzt, bevor die Saison zu Ende ist und ich den Wagen so wegstelle, möchte ich ihn noch einmal fertig zusammenbauen. Das sind wirklich ein paar Sachen, die ärgern mich komplett. Zum Beispiel hier das Emblem auf der Haube. Ich fahre schon sehr, sehr lange ohne Emblem, fand das auch am Anfang ganz geil, habe dann schon relativ früh beschlossen, da fehlt was, das Emblem kommt dran. Ist nie dran gekommen. Heute passiert das. Zweiter Fehler. Die Tür geht nicht mehr auf. Zumindest nicht von außen. Es gibt auch noch zwei, drei andere Sachen, aber wir machen jetzt einfach mal eins nach dem anderen, gucken, weit wir kommen. Und am Ende ist das Ding hoffentlich komplett zusammengebaut und fertig, um ihn wegzustellen über den Winter. Super. So, piek's mal rein, komm. Aber, ja, nicht daneben, gell? Das wird so belassen. Man sieht ja, wo die Löcher sind. Ja, ich hoffe, das müsste eins sein. Das war eins. Das müsste ein anderes sein. Glück gehabt. Müsste reichen. Schicke Löcher haben Sie da. Danke. Weißt du, wo ich auch noch schicke Löcher habe? In meinen Ohren. Oh. Und in deinem Subaru. Hey, halt stopp. Oh. Aua. Mehr. Nur noch gewollte. Nur ein paar kleine. Was? Ja. Jetzt, guck mal. Großer Moment, der Porsche wieder zum Porsche. Ist dran. Brauer, hat er gebraucht. Jetzt ist die Community beruhigt. Alter, bei jeder Insta-Story kriege ich 100 Nachrichten, wo das Emblem ist, Alter. Jetzt ist es dran. Für euch. Gern geschehen. Als nächstes kümmern wir uns hier um den Türgriff, der von außen nicht mehr funktioniert, von innen funktioniert er, aber die ganze Türverkleidung muss weg, damit wir da rankommen. Ich habe die Hoffnung, dass nur irgendein Haken oder so sich ausgehängt hat, denn die Funktion, dass die Scheibe runtergeht, funktioniert. Der entriegelt einfach nur nicht. Yes! Das muss weg, oder? Mhm. Oh nein. Oder wir gucken erstmal. Nee, das ist alles dran. Das ist dran, richtig. Oh. Das heißt erstmal, wir müssen jetzt den Stecker hier abstecken. Ja. Warte, ich helfe dir. Wir haben den Übeltäter gefunden. Dieser Oschi. Der ist nicht eingehängt gewesen. Der muss da rein, oder? Mhm. Okay, das versuchen wir jetzt. Dann müssen wir alles wieder zusammenbauen und dann hoffen wir, dass das wieder funktioniert.
Kurzer Zeitsprung, sorry, ich habe ganz vergessen, euch zu zeigen, dass der Türgriff da noch funktioniert hat. Bin jetzt schon daheim angekommen, denn ja, ich habe noch ein paar Termine gehabt, musste direkt los. Ganz vergessen, jetzt erst aufgefallen, dass ich das Video gar nicht beendet habe. Also, Porsche, alles geregelt, der kommt in ein paar Wochen in Winterschlaf. Als ich gerade daheim angekommen bin, standen vor meiner Tür schon wieder massig Kartons für den Subaru, aber auch für den Horny Benz. Ja, der kriegt auch nochmal ein kleines Upgrade. Das seht ihr in den nächsten Videos, danke, dass ihr heute dabei wart. Nicht vergessen, den Channel zu abonnieren, falls noch nicht passiert ist, und mir gerne einen Kommentar hier unten da lassen. Ich freue mich, von euch zu hören, und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao. Geht also noch nicht lackieren, aber alles so weit machen, dass, ja, dass er halt nicht mehr so dasteht wie jetzt. Ja, macht das Sinn? Weiß ich nicht, was du sagst. Ja, eben, nicht mal du verstehst, was ich sage, oder? Nee. Ah, okay, dann machen wir nochmal neu. Das heißt, bis zum Lackieren, Füller stehen lassen. Dann geht's drum. Also im Grunde bleiben wir unserem ursprünglichen Plan treu. Das war nämlich schon immer der Plan, erst die Karosserie erstmal fertig zu machen. Jetzt hab ich fertig machen gesagt. Okay, komm, ein letztes Mal noch. Als nächstes. Hui. Ich hab einen Frosch im Hals.